Hallo Wuppertal, ich habe die Elena Böker hier neben mir sitzen, Traufräulein. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn es gibt die Möglichkeit, über freie Traureden oder Rednerinnen sich hier seine Hochzeit völlig individuell zu gestalten. Und ja, viele können sich vielleicht gar nichts darunter vorstellen. Wie geht sowas ab? Ja, also eine freie Trauung ersetzt grundsätzlich nicht die standesamtliche Trauung. Wer per Gesetz verheiratet sein möchte, der sollte sich standesamtlich trauen lassen. Es ersetzt aber die kirchliche Hochzeit. Das heißt, für Paare, die nicht kirchlich heiraten können oder auch möchten, ist die freie Trauung eine tolle Alternative, um trotzdem eine feierliche Zeremonie zu haben. Das kann oft unter freiem Himmel stattfinden, es kann am Strand stattfinden, im eigenen Garten. Das ist eigentlich überall möglich, wo man sich das vorstellt, und man kann es auch genauso gestalten, wie man es sich wünscht. Das heißt also, ich kann mir da wirklich irgendwelche verrückten Sachen einfallen lassen und die machst du dann mit? Genau, also ganz wichtig und ja, eigentlich ein besonderer Punkt in der freien Trauung ist oder sind die Rituale, die man einbinden kann. Das kann das Brautpaar selber machen oder man kann auch die ganze Gesellschaft mit einbeziehen. Und da ist es halt ganz wichtig, darauf zu achten, dass diese Rituale das Brautpaar auch widerspiegeln. Also, dass es vielleicht mit deren Hobbys zu tun hat, was sie gemeinsam gerne machen, kochen, reisen. Da eignet sich alles, um wirklich ein ganz persönliches und individuelles Ritual mit in die Trauzeremonie einzubinden. Also für alle die, die jetzt sagen, das mit dem Pfarrer und der Kanzel, das ist mir vielleicht doch eine Ecke zu konservativ oder auch vielleicht zu langweilig, die gehen dann eher und sagen, ich will es ein bisschen hipper haben und ich nehme die Elena. Ja, wobei die Elemente wie das Jawort zum Beispiel, der Ringwechsel oder auch ein schönes weißes Brautkleid, die können natürlich mit einbezogen werden. Also es schließt jetzt nicht diese traditionellen Elemente aus. Aber ich kann es auch in der Shorts und im T-Shirt. Auch das ist möglich. Ganz spannendes Thema und das Ganze auch im Februar hier bei uns in der Baumschen Villa auf der Hochzeitsmesse, denn da ist die Elena auch da und da können wir so noch mal ein bisschen löchern mit Fragen zu dem Thema. Ja, ich finde das super spannend. Gibt es noch irgendwo was, was du vielleicht so einen Schmankerl zu erzählen hast, was dir schon mal so passiert ist bei solchen Sachen? Ja, also ich warte tatsächlich noch so ein bisschen auf die ganz spannende Anfrage zur freien Trauung. Jetzt kürzlich ist aber eine gekommen, da hat das Paar mich gefragt, ob ich vielleicht die Rede rappen kann. Die kommen so ein bisschen aus der Hip-Hop-Szene und ja, das ist schon eine etwas spannendere Anfrage für mich. Und sowas machst du dann auch? Hast du schon geübt? Ich versuche mich noch darauf zu einigen, dass wir vielleicht Teile gemeinsam mit der Gesellschaft rappen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mach mal. Ja, nein. Okay. Elena, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt so 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre verheiratet bin und habe mal so Lust darauf, das Ganze zu erneuern? Ist das auch so ein Thema dann? Ja, auf jeden Fall. Eheerneuerungen, auch schon nach 10 Jahren, aber beliebter bei der Silberhochzeit oder auch der Goldhochzeit, ist ein ganz wichtiges Thema. Es kommen viele Paare zu mir, die auch das nochmal feiern möchten. Und von daher ist das auch eine Möglichkeit, die freie Trauung zu nutzen. Ja. Jetzt mittlerweile sind wir ja ziemlich tolerant und offen. Das heißt also, es gibt ja dann auch tatsächlich gleichgeschlechtliche Paare, die heiraten. Wie funktioniert das eigentlich? Standesamtlich ist das gar kein Problem. Mit der Kirche ist das natürlich noch eine Schwierigkeit und auch für die eignet sich natürlich sehr gut die freie Trauung, weil sie eben ganz individuell und für jeden gestaltet werden kann. Besonders beliebt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr waren zum Beispiel auch Hochzeiten im Vintage-Style oder Hippie-Hochzeiten. Um sich das so ein bisschen besser vorstellen zu können, das ist einfach in der freien Natur. Die Gesellschaft kann auch auf Liegestühlen an einem See liegen, also man ist da wirklich ganz frei und ja, das ist gar kein Problem. Also kann ich mir so quasi mein eigenes Szenario überlegen, ne, ob das jetzt im Mittelalter oder wie auch immer. Das heißt, das alles gehört auch dazu. Alles gehört dazu, ja. Also, wir sehen uns auf der Messe. Bis dahin hat die Elena geübt und kann dann nämlich auch rappen. Also, war super spannend, interessant. Bis demnächst.